bin heute irgendwie ein bisschen gaga. Hallo zusammen. Heute gibt es gefühlt nach einer halben Ewigkeit mal wieder ein Neuzugänge-Video von mir. Ich glaube, das letzte Neuzugänge-Video habe ich im Mai oder Juni hochgeladen. Und auch aus dieser Zeitspanne, also dann Juni, Juli, August, sind jetzt die Bücher, die ich euch gerne zeigen möchte. Ich habe mir Bücher zum ganz regulären Preis gekauft. Ich war mal wieder bei Tauschticket unterwegs auf dem Flohmarkt. Und letzte Woche war ich in Hamburg und da ist auch was bei mir eingezogen. Und ja, die Ausbeute dessen würde ich euch natürlich jetzt gerne zeigen. Anfangen werden wir mit Elias und Laia von Sabah Tahir, die Herrschaft der Masken. Aus dem One Verlag, ist in die Kategorie Jugendbuch, glaube ich, einzuordnen, in der schönen gebundenen Ausgabe, hat über 500 Seiten, ist auch ganz weit oben auf meinem One-to-Read-Stapel. Ich hoffe, dass ich das im September oder vielleicht im Oktober alsbald lesen werde. Dann kommt jetzt, glaube ich, eine Reihe, eins nicht, aber ein paar Bücher von Tauschticket. Und da ist bei mir eingezogen von Michael Ende Momo, ein Kinder- oder Jugendbuch. Ich muss sagen, ich gehöre zu den Menschen, die Momo als Kind nicht gelesen haben. Ich habe auch den Film, der glaube ich aus den 80ern ist, Ende der 80er oder Anfang der 90er, ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube nur so ansatzweise gesehen, weil ich es früher aufgrund der Darstellung, ich weiß, es geht irgendwie um graue Herren, die die Zeit stehlen und Momo ist ein Mädchen, was das verhindern muss. Ich glaube, so ist der Plot und ich fand das irgendwie ein bisschen gruselig. Ich glaube, das ist auch eine etwas düstere Stimmung und ja, dieses Exemplar habe ich bei Tauschticket ergattert, ich glaube für ein Ticket. Das fand ich irgendwie ganz süß. Da waren noch ein paar Aufkleber drin. Und diese Ausgabe ist, glaube ich, es sieht auch 80er-Jahre-mäßig aus, obwohl es leider hier nicht drin steht. Was ich daran so schön finde, hier sind auch noch ein paar Zeichnungen. Also das, was vorne auf dem Umschlag vermerkt ist, zieht sich eigentlich hier in dem Buch so ein bisschen fort, dass man hier immer so kleine Illustrationen dabei hat. Und ja, ist auf alle Fälle ein Buch, was ich auch alsbald lesen möchte, aber es trifft eigentlich für alle Bücher zu, die ich mir zugelegt habe. Und ja, bei einem Ticket und der Zustand ist sehr gut, gefällt mir richtig gut, nicht mal richtig vergilbt und so. Und ja, mega, also habe ich richtig, richtig Glück gehabt. Dann ist bei mir eingezogen von Ursula Posnanski Stimmen. Das ist der dritte Teil ihrer Erwachsenen-Thriller-Serie um Beatrice Kaspari. Worum es hier geht, weiß ich nicht, aber es ist von Ursula Posnanski, es ist der dritte Teil. Ich weiß, die Geschichten sind in sich abgeschlossen, aber die Ermittler entwickeln sich natürlich weiter. Man verfolgt ja immer dasselbe Ermittlerduo und die entwickeln sich natürlich weiter. Von daher, ja, war es mir eigentlich egal, worum es geht. Ursula Posnanski gehört mittlerweile zu einer meiner Lieblingsautorinnen und da vertraue ich einfach mal drauf, dass die Geschichte gut wird und deswegen musste dieses Buch bei mir einziehen. Dann, komischerweise, also ich habe es auch bei Tauschticket gesehen, ist es ein Buch von einem Autor, wo ich schon ein Buch zu Hause habe? Nee, ist es ja doch. Ist es ein Buch von einem Autor, wo ich schon ein Buch hier habe, aber noch kein Buch von ihm gelesen habe. Aber irgendwie hat mich dieses Buch so angesprochen. Und ich bin auch momentan in einer kleinen... Jetzt habe ich irgendwas im Auge. Ich bin auch momentan in einer Diogenes-Phase. Das werdet ihr im Verlauf des Neuzugänge-Videos noch mitbekommen. Und da musste einziehen von Ian McEwan Honig. Ich habe schon ab Bitte hier noch nicht gelesen, dieses Buch auch noch nicht gelesen, aber hier geht es um Spionage und Fiktion in den 70ern. Serena arbeitet beim britischen Geheimdienst, was mich so ein bisschen an James Bond, vielleicht ist sie eine weibliche James Bond und ich mag James Bond sehr, sehr gerne, vor allen Dingen mit Daniel Craig, liebe ich über alles. Und ja, also es klingt sehr spannend, irgendwas mit Spionage und Geheimdienst und wir dürfen dann Serena begleiten und ja,
Deswegen musste dieses Buch bei mir einziehen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, das zu lesen. Wie gesagt, aus dem Diogenes Verlag und hat 447 Seiten. Dann wieder ein Buch, welches ich über Tauschticket ergattert habe. Und zwar auch von einem meiner Lieblingsautoren, Guillaume Musso, Weil ich dich liebe, wieder kitschigster Titel 5000, ja. Das Buch habe ich auch schon gelesen. Nähere Informationen hierzu in meinem Lesemonat August, der dann nächste Woche online kommen wird, weil wir haben ja heute schon den, was haben wir denn heute eigentlich, den 28., den 27.? Ja, dieses Buch in der Taschenbuchversion im Piper Verlag. Ich weiß, es wird einem suggeriert, dass es ein neues Buch ist, aber ich glaube, es ist eine Wiederauflage jetzt mit diesem Design, was auch zu den anderen passt, 7 Jahre später, Nachricht von dir und wie sie alle heißen. Und ja, hat mir gut gefallen, Näheres im Lesemonat. Als nächstes ist ein Buch eingezogen bei mir, welches ich auch für ein Ticket ergattert habe. Der Zustand ist auch entsprechend nur einem Ticket, aber es war mir egal, weil das ist das aktuelle Buch aus dem Leseclub, welches gewotet wurde für den Monat August. Und zwar Sorry von Zoran Drvenka, so würde ich ihn jetzt einfach aussprechen, ein Thriller. Hier geht es um 4 Freunde, die eine Agentur gründen, um sich, also die auf die Idee kommen, eine Agentur zu gründen, um sich für andere zu entschuldigen. Eines Tages werden sie zu einem Ort gerufen, wo sich eine Leiche befindet und ja, dann werden sie halt gezwungen, sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Ich habe das Buch auch schon ausgelesen, Näheres dazu im Lesemonat. Meine Eindrücke, ich kann nur sagen, das wird auf jeden Fall ein Buch sein, was mich noch eine Weile beschäftigen wird und ja, krasse Thematik, krasse Geschichte, aber Näheres dazu im Lesemonat. Das ist übrigens die Taschenbuchversion. Ziemlich viele Leserillen, weil halt bei Tauschticket nur ein Ticket, aber egal. Und hat 300, genau, ich habe es nämlich vorhin noch eingetragen, mein Buch 397 Seiten. Dann war ich vor 2-3 Wochen, warte mal, letzte Woche war ich in Hamburg, davor habe ich nichts gemacht, davor habe ich auch was gemacht, aber, und davor war ich, glaube ich, mit Hase am Schloss Charlottenburg und da waren wir in dem Museumsshop gewesen und ich wollte unbedingt, weil wir im Schloss Charlottenburg waren, Königin Luise und so weiter, und ich wollte unbedingt ein Buch von oder über Königin Luise haben. Und da ist dann aus dem Rororo Verlag von Dagmar von Gersdorf Königin Luise und Friedrich Wilhelm III. Bei mir eingezogen. Und zwar ist das die Geschichte über dieses Herrscher-Ehepaar, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie 10 Kinder miteinander gezeugt haben, fabriziert haben. Auf jeden Fall, wie sie 10 Kinder bekommen haben. Oder ja. Und ja. Hier handelt es sich erstaunlicherweise mal um eine Liebesheirat und nicht um eine, ihr passt super zusammen, weil sieht mega aus auf dem Papier, du aus dem und du aus dem Königshaus. Und bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ist auch ein ganz dünnes Büchlein, hat gerade mal etwas über 200 Seiten und wird auch alsbald weggelesen. Vielleicht sollte ich mal sowas lesen nach, weil ich bin jetzt mit Sorry fertig und brauche auf alle Fälle irgendwas jetzt, vielleicht was mit Liebe zu tun hat. Oder mit Glücksbärchis und Einhörnern, damit ich wieder auf andere Gedanken komme. Dann, ach ja, genau, nach der Woche, genau, vom Schloss Charlottenburg, genau, die Woche drauf waren wir dann auf dem Flohmarkt gewesen. Jetzt kriege ich auch wieder zeitlich alles zusammen. Und da sind dann 2 Bücher bei mir eingezogen. Und zwar, da bin ich auch schon ewig hinterher. Und ich wollte diese Ausgabe haben und habe sie aber nirgendwo gefunden. Und dann auf einmal strahlte sie mir auf diesem, ups, jetzt wäre mir noch was, das andere aus der Hand gefallen, strahlte mir diese Ausgabe auf dem, in der Auslage von demjenigen, der den Stand da hatte, entgegen. Und zwar von Pearl S. Buck, einer Nobelpreisträgerin, Ostwind, Westwind, wieder ein Buch zur Erweiterung meiner asiatischen Romane. Und ich finde dieses Cover so geil, aus dem Rororo Verlag. Und ich glaube, diese Version ist, lasst mich nicht lügen, aus den 60er Jahren, von 1967.
Es riecht nach altem Buch. Ich finde es großartig. Es ist keine Seite geknickt, keine gerissen. Natürlich vergilbt, aber ich finde, dadurch bekommt dieses Buch einen unheimlichen Charme. Hier hinten auch mit so einer hübschen Zeichnung. Und es geht hier auch um eine Liebes- und Ehegeschichte, aber diesmal um eine Zwangsverheiratung. Und ja, bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Hat auch nicht mal 200 Seiten und wird dann hoffentlich auch alsbald ganz schnell weggelesen. Und ich finde es einfach mega schön. Und dann, ach so, 50 Cent hat dieses Buch gekostet, ja, das möchte ich nur noch mal dazu sagen. Und dann bin ich weitergewandert und bin dann, also dieser Flohmarkt, wo ich immer hingehe, der ist nicht weit weg von mir, der ist am Färbeliner Platz. Und da gibt es viele, die selber auch Kunst machen, also selber Bilder malen, irgendwas bildhauern. Sagt man das so, Bildhauern? Auf jeden Fall Skulpturen fertigen, ob nun aus Lehm, Ton, Holz oder sonst irgendwas. Und es gibt wirklich viele Stände mit Büchern und auch so eine Secondhand-Abteilung und auch viel antikes Zeug und halt auch unheimlich viele Bücher. Und der eine Stand, also da hätte ich mich auch doof kaufen können, aber ich habe mich dann nur für ein Buch entschieden, weil ich dieses Buch auch zu Schulzeiten gelesen habe und es hat mir damals sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und auch diese Ausgabe finde ich ganz schön. Und zwar ist dann bei mir eingezogen von Max Frisch Andorra aus der Bibliothek Suhrkamp eine kleine gebundene Ausgabe. Dieses Buch ist in Form eines Theaterstücks geschrieben. Also, nachdem wir dieses Buch ausgelesen haben, haben wir auch eine Filmversion dieses Theaterstücks geschaut. Ich weiß nicht, ob von wann, ob aus den 80ern, aus den 70ern, keine Ahnung. Aber auch das hat mir gut gefallen und ich kann mich auch noch so ein bisschen an den Plot erinnern. Es geht irgendwie um Verfolgung, um irgendjemanden, der ausgestoßen wird, weil er irgendwas gemacht haben soll. Ich glaube, dieser Andri war das. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber wird auf jeden Fall auch schnell weggelesen sein, weil 125 Seiten als Theaterstück ist machbar auf jeden Fall. Dann durfte bei mir einziehen, weil ich einen Buchladen für mich neu entdeckt habe, wo mir dann hinterher eingefallen ist, dass, glaube ich, Sophie, ich grüße dich hiermit, diesen Laden schon erwähnt hat. Und zwar gibt es den zweimal in Berlin. Langer und Blomqvist, wenn ich ihn jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Einmal im Westteil in der Kantstraße und einmal im Ostteil in der Reinhardtstraße. Das ist ein modernes Antiquariat. Und da gibt es nur, also so wie ich das gesehen habe, da gibt es nur Mängelexemplare. Nur reduzierte Bücher, nur Mängelexemplare. Alles nach Verlagen sortiert. Pieper, Suhrkamp, Diogenes. Also sie haben draußen Kisten, sie haben drinnen alles aufgebaut. Auch relativ aktuelle Titel. Natürlich alles reduziert, gebunden, Taschenbuch, broschiert, alles Mögliche. Und ich bin da reingekommen in diesen Laden und habe gedacht, oh mein Gott, wenn ich jetzt umfalle, dann ist alles in Ordnung. Und ja, da habe ich auch die Geburtstagsgeschenke für Shari gekauft. Und ja, natürlich musste da für mich auch was einziehen. Als allererstes bin ich an die Diogenes-Kiste gehüpft und da ist mir dann ins Auge gekommen von George Orwell, Farm der Tiere. Auch das Buch habe ich schon zu Schulzeiten gelesen. Es hat mir auch sehr gut gefallen. Ich kann mich auch noch an die Geschichte erinnern. Die Zeichentrickverfilmung dazu habe ich auch gesehen. Ich weiß noch, dass das Schwein sehr gruselig war. In diesem Buch geht es ja um eine Art Revolution, die Tiere auf dem Hof des Farmers, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, übernehmen, glaube ich, die Macht, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Und ja, aus dem Diogenes Verlag und hat 147 Seiten. Es ist irgendwie das Neuzugänge-Video der dünnen Bücher, was natürlich ganz gut ist, weil ich immer noch, also ich war zwischendurch auf gerader Linie in meiner Goodreads-Challenge. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder ein Buch oder zwei hinten dran. Deswegen ist es super, wenn ich jetzt ein paar dünnere Bücher habe, dann kann ich vielleicht mal so zwei, drei dünnere Bücher rein
oder dazwischen schieben, damit ich auch wieder auf Strecke bin sozusagen. Ja, George Orwell, Farm der Tiere, sieht auch irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie momentan Narren an Diogenes Büchern gefressen, keine Ahnung. Dann ist eingezogen, weil ich das bei Shari auf der Wunschliste gesehen habe. Während ich dieses Video drehe, wird sie, glaube ich, mein Geburtstagsgeschenk auspacken. Von daher kann ich es jetzt endlich sagen. Ich habe nämlich dieses Buch zweimal gekauft. Auf jeden Fall hat mich das auch sehr angesprochen, von Ray Bradbury, die Mars-Chroniken, Roman in Erzählung. Worum es hier geht, weiß ich eigentlich nicht so genau. Ich glaube, es geht darum, dass Menschen den Mars bevölkern, so als Grundthematik. Und was dann weiter dahinter steckt, werde ich ja dann sehen, wenn ich es lese. Shari, an dich bitte. Vielleicht können wir dieses Buch ja dann irgendwann zusammen lesen. Wobei, wenn ich jetzt schon wieder gucke, die Schrift ist so klein. Fast 400 Seiten und die Schrift ist mini. Naja, egal. Vielleicht möchtest du mit mir dieses Buch zusammenlesen. Auch Diogenes. Und dieses Vieh, was ist das? Ist das eine Mischung aus Marsmännchen, Libelle und Mücke? Ich weiß es nicht. Und dann kommen wir jetzt fast zum Ende. Also wir kommen eigentlich jetzt zum Ende. Und zwar zu den Büchern, die letzte Woche bei mir eingezogen sind. Weil letzte Woche war das Booktuber-Treffen Nord in Hamburg. Wie ihr ja wahrscheinlich alle mitgekriegt habt, der Einzige, der ein paar Eindrücke gezeigt hat, ist Toto. Wir anderen waren irgendwie, weiß ich nicht. Also ich habe exakt 30 Sekunden Filmmaterial. Und zwar, weil ich mal kurz aus dem Zug gefilmt habe. Und dann habe ich mir schon gedacht, nee, auf Film hast du eigentlich keinen Bock. Weil A, wollte ich lesen im Zug. Und dann B, wo wir uns getroffen haben, hatten wir uns die ganze Zeit irgendwas zu erzählen. Und es hat keiner daran gedacht, irgendwie eine Kamera rauszuholen. Und es war sehr entspannt und sehr chillig. Und ein wunderschöner Tag. Ich denke da noch ganz oft zurück. Es ist jetzt zwar erst eine Woche her, aber es ist schon eine Woche her. Wisst ihr, was ich meine? Also, weil es so schön war, es mir so gefallen hat. Ja, wir wiederholen das, hoffe ich, in naher Zukunft bald wieder. In Hamburg sind dann folgende Bücher bei mir eingezogen. Ein Buch habe ich von Shari geschenkt bekommen. Sie hat das extra mitgebracht auf ihre Reise. Und zwar von Tracy Reese, Die Reise der Amy Snow. Dieses Buch habe ich, glaube ich, sogar in meinem Neuerscheinungsvideo, welches ich, glaube ich, im Februar oder März, glaube ich, war es, hochgeladen hatte, hatte ich dieses Buch gezeigt, weil ich da richtig Bock drauf hatte, es zu lesen. Und ich habe auch immer noch Bock, es zu lesen. Sie hat mir erzählt, sie hat dieses Buch Bücherschrank oder Bücherkiste. Ich glaube, bei ihr in Görlitz gibt es so eine Bücherkiste auf dem Friedhof oder irgendwie sowas. Auf alle Fälle hat sie das Buch aus der Bücherkiste. Und dafür, finde ich, sieht es, mein Gott, ja, es hat ein paar Leserillen, aber bei diesen broschierten Ausgaben passiert das auch schnell. Von Tracy Reese, die Reise der Amy Snow. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Titel schon gesagt habe. Ich bin heute irgendwie ein bisschen verplant in dem Video. Eine broschierte Ausgabe. Es ist ein historischer Roman, glaube ich, beziehungsweise so Lucinda Riley-mäßig, glaube ich, sowas auf zwei Zeitebenen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ja, auch knapp 500 Seiten und ich finde das Cover so schön. Ich finde dieses Kleid und diese Frisur sehr schön. Ja, nochmal recht herzlichen Dank und vielleicht schaffe ich es noch dieses Jahr. Mal sehen. Und dann waren wir in Hamburg in der Rathauspassage in einem Antiquariat mit Kaffee. Also man konnte da sitzen und was essen, was trinken. Also es gab Kuchen und alle möglichen Kaffeesachen wie Latte Macchiato und all so ein Krams. Und da haben wir halt gesessen und uns unterhalten und um uns herum, was ich ganz cool fand, waren alles so Regale und dann waren da halt ganz viele Bücher, auch nach Genre, glaube ich, geordnet.
Und dann irgendwann bin ich halt so durch die Regale gegangen und ja, da sind dann zwei Bücher bei mir eingezogen. Und zwar auch wieder aus dem Diogenes Verlag. Zum Schnäppchenpreis von jeweils 4 Euro, das muss ich mal dazu sagen. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Einmal von Patrick Süskind, die Geschichte von Herrn Sommer. Wie der Name schon sagt, geht es um einen Herrn Sommer. Was er macht, weiß ich nicht. Weil wir aber denselben Nachnamen haben, musste dieses Buch natürlich bei mir einziehen. Es hat mich praktisch gerufen und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich hinter dieser Geschichte verbirgt. Erstens mal, glaube ich, wird es auch sehr schnell wegzulesen sein, weil A, ist die Schrift riesig und B, sind hier, und deswegen musste ich es auch mitnehmen, es sind hier immer so kleine Illustrationen dazwischen. Und mit sowas bekommt man mich ja auch sehr schnell, ne? Das finde ich ja richtig schön. Und ja, ich bin gespannt, was sich hinter der Geschichte von Herrn Sommer verbirgt. Und dann zu guter Letzt, und dann haben wir es geschafft mit diesem Neuzugänge-Video, eine Autorin, welche hier auf BookTube in letzter Zeit wirklich ordentlich die Runde gemacht hat. Also ich sehe sie ganz oft in verschiedenen Videos als Neuzugang oder in diversen Lesemonaten. Und zwar Amelie Nothomb, der Professor, auch dieses Buch aus dem Diogenes Verlag. Und ich finde diese Ausgaben ja wirklich echt schön, ne? Also diese kleinen gebundenen und vor allen Dingen hier mit diesem Leineneinband, also wunderschön. Amelie Nothomb, der Professor, ich glaube, ich habe es gerade schon gesagt. Hier geht es um ein älteres Ehepaar, das irgendwie einen ruhigen Lebensabend verbringen will. Und dann treffen sie auf einen komischen Nachbarn, der ihnen, glaube ich, das Leben zur Hölle macht. So wie ich das noch weiß, worum es geht. Dieses Buch hat auch nicht mal 200 Seiten, also für zwischendurch passt es sehr, sehr gut. Ich habe dieses Buch auch jetzt diese Woche bei Tanja in den Neuzugängen gesehen und habe sie schon gefragt, ob wir das Buch zusammen lesen möchten. Sie ist nicht abgeneigt, darüber freue ich mich sehr. Und ja, vielleicht wird dieses Buch dann im September, im Oktober auch schnell gelesen, weil es interessiert mich brennend. Ja, dann haben wir es geschafft. Das sind all meine Neuzugänge aus den letzten paar Monaten und Wochen. Habt ihr schon eines der Bücher gelesen, welches jetzt bei mir neu eingezogen ist? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da bin ich immer sehr, sehr, sehr gespannt drauf, das zu lesen. Wenn ihr Lust habt, eines der Bücher mit mir zusammenzulesen, dann könnt ihr euch auch gerne melden. Könnt das in den Kommentaren schreiben, auf Facebook, Instagram oder wo auch immer ihr da gerade Bock habt, mich zu erreichen. Also auf Zusammenlesen jetzt durch den Leseklub, das hat mir wirklich richtig, richtig Spaß gemacht. Und ja, Zusammenlesen bin ich auch nie abgeneigt. Es kann natürlich auch mal vorkommen, dass mir das Buch dann nicht so gefällt, aber dann ist es so. Oder einem von euch gefällt das Buch nicht, welches wir dann vielleicht zusammenlesen, dann ist auch das so. Aber so ist das dann halt. Und ja, ach so, jetzt habe ich noch eine Sache vergessen. Und zwar, Lesezeichen durften auch noch bei mir einziehen. Noch ganz schnell zum Schluss. Einmal das, ich stehe ja total auf diese Gummilesezeichen. Also diese hier mit dem, das mit einer Eule. Dann Nachtlektüre. Und in meinem aktuellen Buch, welches ich lese, hier so mit so Sternchen. Die durften auch in Hamburg mit. Wir waren zweimal im Thalia, ne? In zwei verschiedenen Thalia. Und ich habe da kein Buch gekauft, sondern nur in dem Antiquariat. Ja, so. Das war das Neuzugänge-Video. Ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Wochenstart und schlage vor, wir sehen uns im nächsten Video. Danke und tschüss.